Samantha Abdul ist fassungslos. Eigentlich ist die Influencerin momentan glücklich an den Love Island-Star Misha Meyer vergeben. Auch wenn die beiden erst seit wenigen Monaten ein Paar sind, scheint es zwischen ihnen mittlerweile ziemlich ernst zu sein. Misha möchte bald sogar sein altes Leben in Köln aufgeben und zu Sam und ihrem Sohn Ilja nach Hamburg ziehen. Doch nicht alle Fans scheinen ihnen das Liebesglück zu gönnen. In ihrer Instagram-Story verrät Sam: Ich fühle mich angesprochen und beleidigt und verletzt und verstehe es nicht. Misha bekommt von Frauen, ausschließlich von Frauen, Nachrichten von wegen: Pass auf, lass dich nicht ausnutzen, du bist ja jetzt die ganze Zeit nur bei ihr. Ihr wird vorgehalten, Misha würde bei ihr alleine den Haushalt schmeißen und sich um ihren Sohn kümmern, während sie nichts tue. Doch das will die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin nicht auf sich sitzen lassen. Diese Frauen wissen nicht, was sie gerade für einen harten Alltag habe. Ich habe nun mal Misha zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo ich gerade meine Zweitberuf als Tätowiererin abgeschlossen habe. Wenn man nur Influencerin ist, wird man beleidigt, wird man belächelt und das heißt, hast du keinen anderen Job, hast du nichts gelernt. Wenn man allerdings einen richtigen Job hat, für den man das Haus verlassen muss und sich währenddessen der Mann um alles andere kümmert, wird einem gleich vorgeworfen, man würde die Gutmütigkeit ausnutzen. Das regt Sam ziemlich auf. Es ist so heftig. Wie kann man sich so falsch in ein Leben einmischen? Ich verstehe das wirklich nicht. Das ist einfach abartig. Die 31-Jährige findet es traurig, dass manche Menschen scheinbar noch nicht begriffen haben, was Emanzipation bedeutet. Sie stellt klar: Es gibt Frauen, die sind reine Hausfrauen. Ja, das bin ich nicht. Und das werde ich auch niemals sein. Ich werde immer arbeiten. Ich werde immer Karriere machen. Und ja, ich kriege das verdammt gut hin. Und ja, natürlich unterstützt mich Misha dabei, weil wir gemeinsam an einem Strang ziehen. So, und es gibt leider Menschen da draußen, die das irgendwie nicht gecheckt haben, die das nicht checken wollen, die einfach nur neidisch sind, weil sie vielleicht nicht so einen tollen Mann haben. Ich weiß schon, dass ich einen verdammt tollen Mann habe, der super gute Arbeit leistet. Dass der ehemalige Promi-Big-Brother-Finalist in seiner Rolle als Hausmann und Stiefvater tatsächlich richtig aufgeht, macht er immer wieder im Netz deutlich. Erst kürzlich veröffentlichte er einen Beitrag, in dem er von einem Familienausflug mit seiner Liebsten und deren Sohn schwärmt. Ich genieße einfach die Zeit in vollen Zügen mit meinen zwei Lieblingen. Aus diesem Grund kann Sam der Hate erst recht nichts anhaben. Selbst wenn Misha sich dazu entscheiden sollte, den Rest seines Lebens nur Papa zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern, würde Sam das überhaupt nichts ausmachen.